fast forward, es ist der letzte Abend, wo wir im Urlaub sind. Wir hatten einen Autounfall. Es war richtig beschissen. Wir haben die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Es war richtig beschissen. Es war nur so ein Drecksauffahrunfall. Der war trotzdem ein bisschen blöd, weil wir halt relativ schnell unterwegs waren. Es war blöde Geschichte. Airbags sind aufgegangen, waren mitten in Kroatien. Es war wie viel Uhr? 3 Uhr morgens auf dieser Polizeistation. Wir mussten uns ein Taxi für 200 Euro zurücknehmen, als wir im Hotel ankamen. Im Hotel in unserer Ferienwohnung ankamen. Mussten wir noch Koffer packen und wir hatten am Ende des Tages, ich glaube, 45 Minuten, Stunde oder so, die wir schlafen konnten, bis wir aufstehen mussten und wir los mussten zum Flughafen. Blank mit den Nerven. Wirklich, wir waren blank mit den Nerven. Wir sind alle pennen gegangen, wir haben alle geheult die ganze Zeit. Es war schrecklich. Wir haben lustige Fotos mit diesem zerdetschten Auto gemacht. Das sind ganz coole Fotos geworden, die werden wir niemals teilen. Aber ich weiß noch, wie wir da nachts an dieser Straßenecke waren. Alle verheult, alle durchgeschwitzt, alle fertig, Make-up verschmiert. Wir sitzen an dieser Ecke und Lena ist so... Autos mit so ganz vielen Männern da drin und haben angehalten. Die kamen die ganze Zeit mit den Typen und waren so, hey, sollen wir euch mitnehmen? Wir waren so... Oh. Nein. Jedenfalls saßen wir dann wirklich fertig an dieser Straßenecke und haben gewartet, dass das Abschleppauto-Dings kommt. Und Lena ist so, ja, also der Unfall ist jetzt passiert. Wir können jetzt auch noch Meme-Fotos mit dem Unfallauto machen. Haben wir so Auto-Fotos gemacht, wie jemand so mit der Faust gegen das Auto drückt und einfach quasi so die Riesendelle in dieses Auto macht, wie wir so. Das habe ich dieses Bild nie bekommen. Es ist schrecklich. Wir haben einfach so ein Meme immer gehabt, wie Mauki in Lenas Armen liegt und so macht, Lena quasi dieses Auto so aufgehalten hat mit ihrer Faust und dann haben wir einfach... Wir haben Twilight nachgespielt. Ja, und wir haben einfach nur wochenlang einfach nur dieses Foto genommen und einfach verschiedene Situationen gemacht. Quasi irgendwas kommt, irgendwas beschützt, irgendwen vor etwas. Und das war... Gute Memes, zumindest eine Sache aus der Situation. Jedenfalls, das wollte ich gar nicht erzählen. Am nächsten Morgen, wir liegen im Bett und ich liege im Bett und ich schlafe und ich bin nächster mega... Am Morgen? Ja, am nächsten Morgen war das. An dem Tag, wo wir abreisen wollten, nach dem Unfall war das. Ja, stimmt, es war 4 Uhr morgens. Es war 4 Uhr morgens oder so, ja. 4, 5 Uhr morgens, irgendwie sowas um den Dreh. Flug ging um 6.45 Uhr oder 8, irgendwie morgens auf jeden Fall. Ich liege im Bett und ich höre einfach nur so ein... Und ich bin so, und ich war halt im Traum. Und ich habe im Traum dieses Geräusch gehört. Und in meinem Traum hat dieses Geräusch sich verwandelt in eine Schlange. Und ich werde wach. Und kennt ihr das, wenn ihr so wach werdet und ihr so halb im Schlaf seid, und ihr aber nicht mehr unterscheiden könnt, ist das gerade Traum oder Realität? Habe ich das Geräusch wirklich gehört? Ist hier wirklich eine Spinne? Eine Spinne, eine Schlange? Oder... Ist es einfach nur Einbildung gerade? Was ist hier los? Du hast keine Ahnung. Ich bin dann so halb wach und bin so im Bett, bin so in die Augen auf. Okay, wie viel Uhr ist es? Will so gerade nach meinem Handy greifen und höre so. Und ich bin so. Hast du mein Leben? Mauki! Die hat dann nebenan im Zimmer gepennt. So laut gerufen. Und man ist hier halt wach geworden. Es war halt gegen 5 Uhr morgens, ja? Konnte ich war aber nach den ersten so, zwei Maukis war ich wach. Und dann kam sie vor die Tür und ich war so, mach nicht die Tür auf. Die so, okay, was ist los? Ich so, es klingt jetzt bescheuert, aber ich glaube, hier ist eine Schlange drin. Und Mauki so, okay. Ich so, ich weiß nicht, ich höre dieses Geräusch. Ich mach da vorsichtig, wenn du die Tür aufmachst. Sie so, okay. Öffnet so die Tür, guckt so, hier ist keine Schlange. Ich so, sicher? Ich höre dieses Geräusch. Und sie so, da ist kein Geräusch. Ich bin so... Okay, warte, dann hat sie zu mir gesagt, wir kurz gewartet, dann haben wir dieses Geräusch gehört. Ich dachte, sie hätte eine psychotische Episode, Alter. Wisst ihr, was dieses Geräusch war? Diese Frau hat meinen Kopf gefickt. Immer erzählen sie Geschichten und die geht's einfach nur schlecht danach. Dieses Geräusch war der Rasensprenger draußen. Eine Superkraft, die ich besitze, und das ist Angst in andere Leute Köpfe zu pflanzen. Aber positiv, wir hätten alle verpennt und den Flug verpasst, hätte ich mir nicht diese Schlange eingebildet. Und so sind wir alle wach geworden und konnten die Mädels noch wecken und konnten dann rechtzeitig zum Flughafen und den Flug noch kriegen. Es war sehr knapp. War es das wert? Ich weiß nicht. Aber am Ende ist ja alles gut geworden, ne?
Kombination. Ah, mein Chat erinnert mich gerade, Panini-Vorfall 2 war ja noch die Geschichte, die Maoki erzählen wollte. Ach so, ja, tatsächlich ist der Panini-Vorfall 2 ja gar nicht mehr so krass spannend, denn du hättest die Schnecke ja fast aufgegessen. Der Tag war ja irgendwie echt weird. Wo waren wir denn? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, jemals einen Salat bestellt zu haben. Ja, wir sind halt ans Meer gegangen und haben uns so eine Bootsfahrt gemacht. Auch in Kroatien? Ja, legit hatte da keiner irgendwie Bock drauf, aber wir haben es halt trotzdem gemacht, weil wir tauchen. Ja, das war schrecklich. Und dann sind wir nach der ganzen Sache, es war schon halt relativ dunkel, sind wir zu irgendeinem Restaurant gegangen. Das sah halt echt süß aus. Das war so auf Französisch gemacht. Und wir waren alle so recht hungrig und wir wollten einfach jetzt irgendwas snacken, damit wir nach Hause gehen können. So, dann der Typ, der da bedient hat, der hat uns locker ins Essen gerotzt. Der war so schlecht gelaunt die ganze Zeit. Der war die ganze Zeit nur mies drauf, hat nicht gelächelt und hat so getan, als wären wir, keine Ahnung, das Schlimmste, was ihm heute passiert ist. Obwohl wir so süß sind. Der hat die Schnecke dahin getan. Nee, sind wir nicht. Aber du hast nicht einen Salat bestellt, sondern du hast etwas bestellt, was auf dem Salat drauf war. Es war, glaube ich, so Mozzarella-Dinge habe ich bestellt und drumherum war so Salat, I remember. Genau. Und auf diesem Salat war so oben drauf so ein Schneckenhaus mit Schnecke. So eine kleine. So, alle, die bei mir gerade im Chat zugucken. So groß. So groß. Und du hättest sie fast weggecrunched, glaube ich, aus Versehen. Aber ich habe schon mal Schnecken gegessen in Marokko. Das finde ich eigentlich nicht so schlimm. Ja, aber die leben ja nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, ich fand es so lustig. Und dann saßen wir halt da noch ewig und haben gegessen. Ich glaube, wir saßen da noch irgendwie 45 Minuten und haben gegessen. Und ich war so, ich kann jetzt nicht diese Schnecke einfach hier in die Pampa werfen, weil wir waren mitten in der Stadt. Dann habe ich die Schnecke auf ein Taschentuch gelegt, vor mich gelegt und gewartet, bis wir aufgestanden sind und sie die ganze Zeit beschützt. Ich erinnere mich, dann hast du sie weggetan in diesem Gebüsch, wo diese kleine, scheue Katze war, die ich unbedingt streicheln wollte. Ja, genau. Und dann irgendwann durfte ich sie in ein sicheres Gebüsch weit weg von irgendwelchen Restaurants, die sie aufessen wollen. Cool. Was ist schlimmer als ein angebissener Apfel mit einem Wurm drin? Ein angebissener Apfel mit einem halben Wurm drin? Ja, ich glaube, das wäre mit dem Panini auch so.